Coach Petrovic, you had a tremendous game last week versus Gießen. Came in here streaking hot in the second and third quarter. What's been maybe missing in the fourth, or what did Hagen take away from you guys in the fourth? This one works, right? Yeah, first of all, good evening, and yeah, nice to see you again. I think it was a great, great game for fans. You know, it was a high intensity game. I think both teams fought very hard to win. But I would say that you know, in the fourth quarter, Hagen really did a lot. You know, they worked very hard. You know, to come back and to win this game. You know, the game lasts for 40 minutes, and you know, we just you know, didn't have enough you know, power, energy, or you know, didn't have enough intensity to finish the game. You know, they came out, you know, extremely aggressive and strong in the fourth quarter, you know, and they forced us to make mistakes. They you know, they made good decisions, you know, we made bad decisions, and then in the end, I think in the fourth quarter, like, you know, we had more mistakes, and yeah, just couldn't hold the lead. Coach, Chris told me before the game that he, preparing for tonight's game, wasn't thinking at all about last year's playoff run. Now that you mentioned, hey, good to see you guys back, how much have you been thinking leading up to this one about what happened last spring? I mean, you know, our last three road games last season was in Hagen, you know, and our first road game this year is in Hagen, so... So you didn't need navigations, right? No, we don't need a GPS, so we know very good our way from Kirchheim to Hagen. But you didn't really answer my question. So was it on the way to Hagen, was it primarily good thoughts about what happened last year? Was it something you threw out the window and tried to focus solely on tonight? I mean, you know, from the last season team, we don't have five key players. So, you know, we have new five key players. So for them, what really happened last season doesn't really matter, you know. So, you know, they are here to make their own, you know, history and try to establish their names, you know, in European basketball. And I think they are on a good way. I think we have a good good players. But, you know, Hagen also got, you know, very good team, very good players. And also their new players are very good, you know, like... I will put this also on Movi, who didn't play the last season. So, you know, he's, I think, you know, he's going to be a very important player for the Hagen this year. Und alle Historie oder alles, was mal gewesen ist, schmeißen wir nicht nur komplett hinter uns, sondern wir sind froh, dass wir vielleicht sogar ein bisschen neue Historie mit euch und vor allem gegen euch aus Kirchheim schaffen. Vielen Dank, Coach Igor Petrovic. Chris, ich muss kurz ausführen, bevor wir immer vor dem Spiel zu euch kommen, treffen Chris und ich uns immer hinten hinterm Vorhang. Und er sagte, und was gibt das denn heute? Und ich sage, naja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber schön wird es nicht. Und wenn wir das Ding am Ende irgendwie dreckig gewinnen, wird mir schon vollkommen reichen. Reicht es dir heute auch? Also vorneweg nochmal, Coach, congratulations for a really wonderful game. You gave us everything and more that we could handle. And so we after the game five last season, we said, oh, I'll call you next week and we see you on vacation. And we spent so much time together in the series. So it was nice to see you again. And as expected, a very, very challenging game for us. Was war die Frage? Ob sie, weil wir vorher gesagt hatten, das wird dreckig, hässlich, aber am Ende irgendwie kriegen wir das schon gewonnen. Ja, also wie man sieht, also das ist sehr viel Erleichterung bei mir. Die zwei Heimspiele waren mir klar, dass die... Also Jena ist ein Monstergegner und Kirchheim war mir klar, dass das wirklich ein sehr gutes Team ist. Und ich glaube, dass der Big Guy heute nicht da war, ist uns auch in die Karte, also hat uns sehr geholfen. Er gibt denen noch ein anderes Look. Deswegen sehr viel Erleichterung. Wir waren überhaupt nicht gut. Zäh, nicht schnell genug, nicht unser Basketball über, keine Ahnung, die ganze Mitte 20 Minuten des Spiels. Also am Anfang war sehr gut, am Ende war auch sehr gut. Aber dass wir genau so viele Situationen hatten, wo die Mannschaft zusammenwachsen kann, wo die Mannschaft daraus lernen kann.
Wir haben hier minus drei, zwei Freiwürfe daneben, also so viele Special Situations in einem Spiel. Also ich glaube, eine Mannschaft kann einfach sehr viel aus so einem Spiel lernen. Und deswegen bin ich dankbar und erleichtert und sehr froh über, dass wir hier heute Abend gut feiern können. Toll. Abschließende Frage. Nimm uns ganz kurz mit in diese Phase, so kurz vor dem letzten Viertel oder ins letzte Viertel rein. Was habt ihr da und vor allem, wo hast du das gefunden, was wir dann da im letzten Viertel gesehen haben, was dazu geführt hat, dass Kirchheim nur noch drei von 15 Dingern aus dem Feld trifft? Also ich glaube, da sind zwei Dinge passiert. Eins, Marvin Omuvi hat seinen Zug zum Korb, einen Layup, und Ralph Hanu hat eine reingeschmissen. Das sind zwei Spieler, die denn kein gutes Spiel oder wenig Anteil hätten in dem Spiel, aber für entscheidende Momente einfach mitgesorgt haben. Und Coach Perovic hat dafür gesorgt, dass wir ständig in Top, Middle, Pick and Pop, Pick and Roll gekommen sind. Und wir hatten lange einfach keine Antwort, bis wir dann kleiner gespielt haben und die Leute weggeswitcht haben. Und das hat geholfen, dass wir uns wieder ins Spiel gefunden haben. Also ich glaube, die zwei Elemente, dass die zwei einfach Shotmaking gemacht haben und ja, so ein Präsenz gezeigt haben und vielleicht die leichte Änderung, dass wir dann diese Pick and Pop und Top Situation da irgendwie klären können. Und dazu muss man noch sagen, weil du gerade Ralf sagtest, Ralf war dann auch der als erstes von der Bank aufgesprungen ist, als Dennis mit seiner, was auch immer er irgendwie unterm Knie hatte, nachdem er sich da vorher auf den Boden geschmissen hatte, genau, er direkt ready war und eine gute defensive Sequenz hatte. Genau. Dann nehmen wir das mit in die nächste Woche auswärts. Danach haben wir wieder zwei Heimspiele hier gegen den Meister aus Karlsruhe und dann das Derby gegen Bochum. Das wird eine ganz, ganz heiße Geschichte. Darauf freuen wir uns und wir wünschen den Gästen bis dahin erstmal eine gute Heimfahrt und euch noch einen ruhigen Abend. Schönen Dank. Vielen Dank.